Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie und euch zu der nächsten Veranstaltung auf dem diesjährigen TazLab. Ein Panel, das den Titel trägt: Achtung Polizei, reformieren oder abschaffen. Wir wollen uns nun 50 Minuten mit einer Diskussion beschäftigen, die im Grunde schon seit einem Jahr läuft, losgetreten durch die Black Lives Matter Proteste in den USA, die dann auch nach Deutschland schwappten. Und sich damit beschäftigen mit einem Thema, was jede Woche im Grunde neue Nahrung bekommt. Rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei. NSU 2.0 Drohmails mit Daten, die aus Polizeicomputern stammen. Vorwürfe des Racial Profilings, Vorwürfe der rassistischen Polizeigewalt. Und es fällt vielen schwer, inzwischen von Einzelfällen in der Polizei zu sprechen. Deswegen möchten wir heute diskutieren, wie strukturell ist das Problem. Aber vor allen Dingen wollen wir nicht bei der Bestandsaufnahme stehen bleiben, sondern nach vorne schauen, was tun. Kann man die Polizei reformieren? Welche Reformen wären dafür nötig? Oder, und auch da haben wir heute Positionen hier auf diesem Panel, kann die Polizei, sollte die Polizei vielleicht sogar abgeschafft werden? Ich freue mich sehr, dass ich dazu drei Gäste habe, die da sehr spannende Positionen vertreten. Ich möchte als erstes Semin Javabri vorstellen. Sie ist politische Bildungsarbeiterin, forscht in Berlin zu Machtfunktionen der Polizei und Postkolonialismus. Sie ist Aktivistin in mehreren antirassistischen, polizeikritischen, abolitionistischen Bewegungen. Abolitionismus, vielleicht jetzt schon mal ganz kurz, sie wird es nachher viel, viel besser sagen können, ist eine Bewegung, die staatliche Gewaltinstitutionen wie die Polizei oder auch Gefängnisse überwinden möchte. Und Frau Javabri schreibt auf ihrem Instagram-Account über sich selbst, sie sei eine kommunistische Feministin persisch-palästinensischer Herkunft, die innerhalb und außerhalb des Akademischen für soziale Gerechtigkeit arbeitet. Als zweites begrüße ich Herrn Raphael Bär. Er ist Politologe, Kriminologe und Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg. Von 75 bis 1990, korrigieren Sie mich sonst, Herr Bär, war er selbst Bereitschaftspolizist und tätig am Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Einige von Ihnen Zuhörenden könnten Herrn Bär aus dem Fernsehen oder aus Interviews kennen, wo er seit Jahren ein gefragter Gesprächspartner ist, von der Taz bis zur Tagesschau. Und in einem seiner letzten Interviews sagte Herr Bär, es braucht einen grundsätzlichen Kulturwandel der Polizei, es braucht dort eine konkrete Antirassismushaltung und das braucht mehr als einzelne Workshops oder Moscheebesuche. Und last but not least, heute bei uns Daniel Leuk. Er ist Professor für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam. Er pendelt zwischen Amsterdam und Frankfurt am Main. Schon 2018 war er Herausgeber des Sammelbands Kritik der Polizei. Wohlgemerkt auch mit einem Beitrag von Herrn Bär. Und Leuk ist, wenn ich das so sagen darf, schon einer der Vordenker des deutschsprachigen Abolitionismus. Er schreibt dazu nach meinem Wissen auch an einem Überblickswerk für Surkamp. Und seine These lautet ebenfalls: Eine Gesellschaft ohne Polizei ist möglich und es wäre eine bessere Gesellschaft. Mein Name ist Konrad Litschko. Ich bin Redakteur für innere Sicherheit bei der Taz, Schwerpunkt Rechtsextremismus, und ich freue mich sehr auf die jetzt folgende Diskussion. Wir werden, wie gesagt, 50 Minuten diskutieren. Sie haben parallel die Chance, Fragen zu stellen im Chat, die an uns weitergeleitet werden und die wir, so die Zeit es zulässt, in möglichst Gänze beantworten wollen. Der thematische Aufriss ist gemacht. Rechtsextreme Chatgruppen, Vorwürfe Racial Profiling, Vorwürfe der rassistischen Polizeigewalt. Herr Bär, Sie vielleicht als früherer Polizist als erstes gefragt. Wie viel Vertrauen haben Sie noch in Ihre früheren Kollegen? Wie viel Vertrauen haben Sie in die deutsche Polizei? Na, das ist schon mal ein großer Unterschied, ob man die Institution meint oder die einzelnen Menschen, die in dieser Institution arbeiten. Ich würde mich da jetzt vorsichtig reserviert halten, weil ich selbst einer Personengruppe angehöre, die nicht im besonderen Fokus der Polizei steht, wie viele andere auch. Wenn man etwa so in der Mittelschicht angesiedelt ist, wenn man was zu verteidigen hat, außer seinen Menschenrechten, wenn man sonst nicht viel Berührung mit der Polizei hat, hat man eigentlich keinen großen Grund, ihr nicht zu vertrauen, als Institution wohlgemerkt. Wenn man aber mit Polizei in Berührung kommt und ist vielleicht Jugendlicher, ist vielleicht gehört den People of Color an oder ist sonst irgendwie marginalisiert, dann hat man sehr wohl Grund, misstrauisch zu sein. Deswegen kann ich das Wort Einzelfälle auch nicht mehr hören, weil es schon semantisch schwierig ist, von mehreren Einzelfällen zu sprechen. Ich glaube, in der Polizei, die so hoch strukturiert ist, gibt es nichts, was ohne Struktur abläuft. Und wenn wir auch nicht direkte Strukturen, also wenn ich sage, ich erkenne keine direkten Strukturen, die Rassismus anordnen, dann erkenne ich aber sehr wohl Strukturen in der Polizei,
die Rassismus und Rechtsextremismus nicht unterbinden, nicht detektieren und eben auch nicht wirkungsvoll verhindern. Insofern ist es sehr abhängig, wo man in der Gesellschaft steht, welche Haltung man zur Polizei entwickelt. Dann würde ich vielleicht direkt mal rüber fragen an Frau Schawabre. Sie haben ja dann doch vielleicht eine andere Perspektive als Herr Bär. Wie groß ist Ihr Vertrauen denn noch in die deutsche Polizei? Ja, ich denke mal, ich stehe hier insofern auch für eine andere Perspektive, als dass ich ja auch in migrantisch-antifaschistischen Kontexten organisiert bin als Aktivistin, die ja auch seit diesem Jahr immer mehr Gehör finden und sich für eine polizeifreie Welt stark machen. Dementsprechend kann ich die Frage nach dem Vertrauen zur Polizei gerade, glaube ich, auf zwei Weisen beantworten. Ja, ich vertraue der Polizei insofern, als dass ich vertraue, dass sie ihren Job macht, ihrer Funktionslogik nachkommt. Nein, ich vertraue ihr nicht, da ich von dieser Funktionslogik nicht viel halte und mich für eine sozialgerechtere Welt einsetze. Ich frage mich also dementsprechend in eine Tradition, die den Schutzauftrag dieser Polizei, ne, vor allem als so systemischen, für unser aktuelles System versteht. Genau. Dann Herr Leuk, Sie kommen ja aus Hessen, eines der Epizentren der jüngsten Polizeiskandale, weil da die NSU 2.0 Drohmail-Serie begann, weil dort Polizisten suspendiert wurden, nachdem rechtsextreme Chatgruppen aufgetaucht sind. Teilen Sie auch diese reservierte Haltung, den reservierten Blick auf die Polizei? Oder man muss ja dazu sagen, ja, oder fragen wir sie erstmal so, bleiben wir da erstmal stehen. Ja, also da kann ich mich, das ist ja schön, dass wir da erstmal noch einen Konsens haben. Die reservierte Haltung unterstütze ich auf jeden Fall. Also ich denke mittlerweile, was sozusagen das schiere Ausmaß angeht dessen, was wir da jetzt in den letzten Jahren, was ja nicht erst seit den letzten Jahren aufgetaucht ist, sondern was jetzt erst öffentlich wird, das spricht wirklich dafür, dass wir es da mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Also es gibt die Form von Polizeigewalt, die jetzt durch die Studie von Tobias Engelstein in Bochum auch systematisch erforscht wurde. Es gibt Todesfälle in Gewahrsam. Der bekannteste Fall sicherlich Uri Jallo, der von der deutschen Polizei ermordet wurde. Es gibt diese rechten Netzwerke, die in WhatsApp-Gruppen und anderen auftauchen. Es gibt NSU 2.0, wo wir davon ausgehen müssen, dass das aus den Reihen der Polizei kommt. Es gibt eine politische Agenda, vor allem der Polizeigewerkschaften, vor allem der deutschen Polizeigewerkschaft mit Rainer Wendt, der ja eigentlich AfD-Positionen vertritt und das sozusagen, ja, das ist eine sehr große Institution innerhalb der Polizei mit fast 100.000 Mitgliedern. Also da kann man davon ausgehen, dass das sehr stark verankert ist, dieses politische Denken. Ja, wir haben die Fälle von, wo bestimmten Personengruppen ein Schutz vorenthalten wurde, wenn wir an die Hetzjagd in Chemnitz denken, aber wenn wir auch an Hanau denken, die Ermittlungen nach Hanau, auch an den NSU, selektive Ermittlungen. Und wir haben vor allem den Alltagsrassismus bei der Polizei, also die Erfahrung mit Racial Profiling, die ja jetzt eben immer mehr auch Gehör finden, gerade dadurch, dass auch aktivistische Gruppen und die betroffenen Organisationen selber das immer mehr auf die Tagesordnung bringen und dass es sozusagen den Rückenwind gibt von der Black Lives Matter-Bewegung aus den USA. Insofern glaube ich eben, das wäre jetzt schon der erste Punkt zur Strategiefrage, dass dieses Problem so massiv ist und so strukturell ist, dass da dass sozusagen die Perspektive auch aus den USA eine Abschaffung der Polizei oder einer von Defunding the Police, dass die da angebracht erscheint und dass sozusagen halt es grundsätzliche Veränderungen nicht nur der Polizei als Institution, sondern der Gesamtgesellschaft eigentlich bedarf. Genau, was das heißt, wie man dazu kommt und auch was Defunding bedeutet, das klären wir gleich noch. Aber Herr Raphael Bär, vielleicht zu Ihnen noch mal kurz. Wenn wir uns da erstmal einig sind, wir können nicht von Einzelfällen reden, wie es ja beispielsweise ein Bundesinnenminister Seehofer tut, der sagt, 99% der deutschen Polizistinnen sind verfassungstreu. Dann, Sie forschen ja tagtäglich dazu, Herr Bär. Woran liegt das dann? Also zieht die Polizei bestimmte Menschen an? Ist es die Institution Polizei, die solche strukturellen Probleme hervorbringt? Vielleicht können wir das noch mal kurz klarkriegen, woran liegt das? Also für die Annahme, dass besonders autoritative Menschen oder machthungrige Menschen in die Polizei hineinstreben, haben wir keine empirische Evidenz.
Es ist eher eine Funktionslogik, wie Frau Javapré schon gesagt hat, eine Funktionslogik, die es letztlich innerhalb der Dienstausübung und innerhalb der Strukturen der Polizei ermöglicht, dass bestimmte Menschen in diese Richtung abdriften und sozusagen ihre Anlagen sich dann erst entwickeln. Ich würde also zweierlei annehmen. A, es ist eine Funktionslogik, die im Wesentlichen auf Überlegenheit ausgerichtet ist. Also das, was mir in letzter Zeit auch erst klarer wird, ist, dass die Polizei durchdrungen ist von einem Superioritätsgefühl. Das merkt man zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Polizisten, Polizistinnen, ich meine jetzt die höheren Ebenen, also die Management-Ebenen, dass sie wohl geneigt sind, zuzuhören und Argumente anzuhören, letztlich aber immer auf den Punkt sind, dass sie die Einzigen sind, die die Arbeit der Polizei richtig verstehen und auch richtig beschreiben können. Da ist ganz schlecht gegen anzukommen. Das finde ich der Hintergrund, der nachher die Strukturlogik der Polizei auch bestimmt, immer im Recht zu sein und es besser zu wissen als die anderen. Und das Gegenstück dann dazu, also die Angst vor dem Verlust der Überlegenheit, führt zu entsprechenden Abwehrreflexen und auch zu entsprechenden strafbaren Überlegungen bzw. strafbaren Handlungen, wobei ich hier nochmal wirklich unterscheiden möchte in Rassismus in der Polizei und Diskriminierung. Das sind für mich analytisch zwei unterschiedliche Gebiete. Keines kann man vernachlässigen. Es sind nur zwei unterschiedliche Sachen. Stellen Sie sich vor, die letzte Aktion oder das letzte, was wir aus dem Bundeskriminalamt hören, da sind Spezialpersonenschützer, die auch rassistische Umtriebe haben, aber die haben wohl wenig Publikum, wo sie ihre rassistische Haltung an den Mann und an die Frau bringen können. Das sind ganz andere Dinge, ob ich innerhalb der Polizei rassistische Gedanken entwickle und Haltungen oder ob ich zum Beispiel Racial Profiling betreibe, was ja immer Opfer erzeugt. Frau Javabri, vielleicht da kurz nachgefragt. Nichtsdestotrotz sagen ja 85% der Deutschen, wir haben Vertrauen in die Polizei. Wir, das ist einer der Berufsstände in Deutschland mit den höchsten Vertrauensquoten. Wie kommt das? Sehen wir das alles zu kritisch hier auf unserem Panel? Nun ja, um ein bisschen an meinen vorigen Beitrag vielleicht auch anzuschließen und diese Frage der Strukturalität auch nochmal mitzunehmen. Natürlich ist Rassismus als solcher irgendwie immer ein gesellschaftlich strukturelles Problem und natürlich sind Polizistinnen dadurch genauso rassistisch. Ich glaube, darum geht es aber an dieser Stelle gar nicht nur, sondern viel spannender ist ja jetzt die spezifische Position der Polizei innerhalb dieses Systems des Rassismus sich zu vergegenwärtigen. Und da hilft vielleicht auch immer, um noch ein bisschen weiter auszuholen als Raphael Bär, gerade auch ein kleiner Blick in die Historie der Polizei, würde ich sagen, die da schon vieles erklären kann. Denn die Polizei hat es nicht schon immer gegeben, ist kein natürliches Phänomen, sondern irgendwie ein recht modern junges Phänomen, hat viel mit der Überwindung des Feudalismus zu tun, damit es aus Territorialstaaten Nationalstaaten wurden und mit der dabei stattfindenden Entwicklung des Kapitalismus. Das heißt, da wo irgendwie früher der Stand ordnete, mussten neue Ordnungsmittel her. Und das ist wichtig im Zuge dieser Frage, die Polizei eben in diesem systemischen Rahmen zu verstehen, weil sie eben dann mit dem Schutz dieses Rahmens und mit der dann herrschenden Ordnung beauftragt war und ist. Und das hieß zum Beispiel konkret in ihrer Entwicklung, einen tatsächlichen Arbeitszwang durchzusetzen, ArbeiterInnenaufstände niederzuschlagen oder sogenannte Landstreicherei zu unterbinden, damit eben alle buchstäblich an ihrem sozial zugeordneten, für das System notwendigen Platz bleiben. Und diese Kontroll- und Kategorisierungslogiken, die kamen jetzt auch nicht aus dem heiteren Himmel, sondern kamen vor allem irgendwie aus den europäischen Kolonien in Übersee und wurden dann importiert. Das heißt, die Polizei hat hier auch eine Art kolonialen Unterbau und liegt jetzt eben, wie ich gerade meinte, der Schutz der Ordnung im Sinne gesellschaftlicher Ordnung und nicht öffentlicher Ordnung im Auftrag der Polizei, wird vielleicht auch klar, warum eben jegliche Identitäten, die dann eben als normabweichend gelten, zum Störfaktor für sie erscheinen, ne? Und es dazu so unterschiedlichen Wahrnehmungen kommt. Und das betrifft dann eben ganz stark heute vor allem immer noch rassifizierte, arme, psychisch kranke Personen und so weiter, die hier eben eine ganz andere Polizei erleben als jene, die als Norm gelten, die hier vielleicht ihr Vertrauen aussprechen, die durch sie viel eher ermächtigt werden.
Und genau da liegt dann eben auch das strukturelle Problem mit der Polizei. Das können wir aktuell auch sehr gut zum Beispiel sehen im Kontext sogenannter Gefahrengebiete oder verrufener Orte, die die Polizei eigenmächtig ausruft, wo es immer noch um eine Art dezidierte Kontrolle und Überwachung armer und rassifizierter Menschen geht, die hier proaktiv verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Genau. Und um jetzt vielleicht nicht zu weit auszuholen und zu lang zu reden, können wir hier eben ganz gut sehen, dass, wie Vanessa Thompson auch immer wieder betont, in kolonialer Kontinuität eben so eine Wahrung vermeintlich öffentlicher Sicherheit durch die Polizei immer noch vor allem die gezielte Kontrolle bestimmter Bevölkerungsgruppen, die als kollektiv gefährlich davon der Norm abweichen gelten, bedeutet. Herr Leuk, wenn wir jetzt hören, die Polizei hat auch eine gesellschaftliche, eine repressive Funktion, gibt es ja gleichzeitig auch schon Stimmen innerhalb der Polizei, die zum Beispiel seitens der GdP sagen, wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Die sagen, wir wollen mehr Diversität, wir wollen mehr migrantische Menschen in unsere Reihen holen, die auch sagen, wir verschreiben uns klar der Demokratie. Das ist alles dann zu wenig oder quasi wiegt dieses strukturelle Problem nicht auf oder wie ist das einzuordnen? Naja, das ist erstmal zu begrüßen, wenn das Leute machen, ne? Also das finde ich, wenn das dazu führt, dass es, also in allen Bereichen finde ich es gut, wenn Leute sich gegen die AfD einsetzen oder wenn es dazu führt, dass einmal ein Racial Profiling weniger stattfindet, dann ist das erstmal zu begrüßen. Aber wir diskutieren ja auch darüber, was für Perspektiven haben wir auf diese Institution, ne? Und wenn wir also einfach als Gesellschaft, ja, oder da geht es nicht darum, wie Herr Bär auch schon sagte, es geht nicht unbedingt darum, jetzt die persönlichen Einstellungen der Leute, also darum geht es auch, aber das ist nicht das Hauptthema für eine politische Diskussion, finde ich. Und da würde ich sagen, also als Abolitionistin, da stehen wir eben, ja, stellen wir uns in die Tradition ja sozusagen auch historischer Kämpfe und das ist in den USA vor allem der Kampf um die Abschaffung der Sklaverei, ja, und da geht es ganz oft darum zu sagen, es gibt eigentlich so, dieser Kampf um die Abschaffung der Sklaverei ist nicht erledigt, sondern der ist noch unerfüllt, weil es diese Kontinuitäten gibt, ja, von denen Semin jetzt auch schon gerade gesprochen hat. Also in den staatlichen Gewaltinstitutionen wie der Polizei, auch dem Gefängnis, auch dem Abschiebelager, finden sich eigentlich weiterhin Gewaltinstitutionen, die nicht reformierbar sind grundsätzlich. Ja. Also dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Erstmal das Ausmaß, ja, zu sagen, die Polizei, das Gefängnis und so weiter, die sind so strukturell verknüpft mit Rassifizierung, mit Ausschluss, mit Unterdrückung, dass sie sozusagen nicht besser gemacht werden können, zumindest nicht wesentlich besser gemacht werden können. Und es ist aber auch der Gedanke, dass sozusagen man das Problem nie isoliert angehen kann, ne? Also wenn man sozusagen einfach nur jetzt die Sklaverei, die formale Emanzipation, führt dann dazu, dass eigentlich wieder neue Sklaverei-ähnliche Bedingungen, wie zum Beispiel durch die Masseninhaftierung in den USA, wieder entstehen können. Das heißt, auch wenn wir jetzt über die Polizei sprechen, geht es immer darum, das einzuordnen in einen Kampf um eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Also das ist nie eine isolierte Frage. Deshalb gibt es auch keine isolierte Antwort darauf. Ja, weil man fragt immer, aber wer soll denn dann die Gewaltverbrechen stoppen oder wer soll mich dann beschützen oder so. Und darauf haben wir eigentlich nie eine einzige Antwort im Sinne von, naja, an die Stelle der Polizei soll jetzt X stehen, sondern das muss man eben denken als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses, wo dann auch, und das ist auch eine Lektion aus dem amerikanischen Abolitionismus, wo nie einfach nur irgendwas wegfällt, ja, was vorher da war und nachher ist es nicht mehr da, sondern wo es auch immer darum geht, neue Institutionen zu erfinden, ne, und neue Punkte der sozialen Teilhabe zu erfinden, diese Probleme, die jetzt der Polizei zugeschustert werden, auf eine andere Weise zu lösen. Insofern, ja, also ist, glaube ich, muss man das sozusagen als Teil eines gesamten Prozesses sehen und das macht es, glaube ich, auch einfacher, dass ja, irgendwie so diese scary Idee von Abschaffung der Polizei, die macht einem erstmal Angst. Aber ich glaube, wenn man das so versteht, auch als gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess, dann ist es einfacher, sich damit anzufreunden. Und das heißt aber dann nicht, dass man dann sagen muss, wenn sich die GdP gegen die AfD stellt, dann ist das irgendwie ist uns das nicht genug oder sowas. Also ich glaube, da muss es auch zu einer
Arbeitsteilung oder eine Art von auch Streit vielleicht, aber eben das ist nicht sozusagen was, was man ablehnt, sondern das steht in einem kritisch-konstruktiven Verhältnis zueinander, würde ich sagen, so wie wir jetzt auch hier miteinander diskutieren. Herr Bär, ordnen Sie die Rolle der Polizei, die gesamtgesellschaftliche, systemische Rolle der Polizei ähnlich kritisch ein? Und wenn Herr Leuk sagt, es gibt Institutionen und er meint die Polizei, die sind im Grunde dann nicht reformierbar, weil sie solche strukturelle Rolle haben, dann ist Ihr Kampf, Sie treten ja für Reform ein, ein Kampf auf verlorenem Posten? Fragezeichen. Das weiß ich nicht. Also zunächst mal haben gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse einen entscheidenden Nachteil. Sie treten nämlich hochfragmentiert auf, also nicht zeitgleich. Man kann natürlich aus einer gewissen Abstraktionsebene heraus, und das finde ich auch wichtig und richtig, Denkprozesse anstellen, was passierte, wenn das geschieht. Wenn ich aber in kürzeren historischen Zeitabschnitten denke, dann kann man sehr wohl auch von der Polizei sprechen, die sich insgesamt von einer Staatsschutzabteilung sozusagen aus der militärischen Logik heraus entwickelt hat zu einer zivilen Organisation, in der zunehmend auch Interessen der Bevölkerung eine Rolle gespielt haben, Zivilgesellschaft als Akteur eine Rolle gespielt haben. Also bei einer etwas wohlwollenderen Betrachtung halte ich schon eine Polizei, wie wir sie haben, für reformierbar, wozu es übrigens auch historische Beispiele gibt. Der Prozess der Entwicklung der Polizei bis in die 90er Jahre hinein war sehr wohlgetragen von einer Aufbruchstimmung und von einer Emanzipation. Plutonia Plarre hat zum Beispiel einen schönen Aufsatz geschrieben über die Berliner Polizei. Er hat gesagt, von den sehr militanten Auseinandersetzungen bis hin zu heute hat es sehr wohl eine Entwicklung gegeben, die natürlich nicht den Apparat verändert, die völlig umkrempelt, die aber immerhin Schritte aufweist, in denen es möglich ist, sozusagen eine Auseinandersetzung über die Zivilisierung und die Domestizierung vor allen Dingen von Staatsgewalt zu führen. Das fängt damit an, dass man zum Beispiel sprechfähig wird, dass man kommunikationsfähig wird. Ich würde also sehr wohl denken, dass bei Annahme bestimmter Umstände, ich will mal eine Utopie nennen, ja, eine Utopie für mich wäre zum Beispiel, dass man die Zugangsbedingungen zur Polizei verändert und dass man nicht im Stil einer militärischen eines militärischen Aufrufs sozusagen Polizisten oder junge Menschen auffordert, sich bei der Polizei zu melden, sondern ein Studium beispielsweise voraussetzt, das nicht in der Polizei stattfindet. Ja? Und anschließend sich die Organisation dann entscheidet für bestimmte Teilnehmer. Wir haben ja im Moment das Problem, dass wir sehr stark sozialisatorische Prozesse in der Polizei beobachten, die auf die innere Polizeilogik ausgerichtet sind und nicht auf die spätere Aufgabe. Also man lernt zu funktionieren, man lernt Hierarchien anzuerkennen, Normen anzuerkennen, alles Mögliche anzuerkennen, aber man lernt zum Beispiel nicht, die Sicht der anderen zu übernehmen. Man lernt nicht, empathisch zu sein. Man lernt nicht, sich in die Lage derer zu versetzen, die wirklich rassifiziert sind oder die marginalisiert sind. Das sind alles Dinge, die man später erst lernt. Also da gibt es einige Vorstellungen. Ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben, auf die wir vielleicht nachher kommen. Zum Beispiel, dass Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wird und Irene Mihalic Innenministerin. Warum nicht? Also das wäre eine Utopie, die ich tatsächlich habe. Aber für mehr kann ich mich nicht erwärmen. Also für die Abschaffung der Polizei, ja, in einer akademischen, intellektuellen Diskussion muss man über diese Position nachdenken. Aber wenn man es pragmatisch sieht, halte ich immer noch den Reformgedanken für den, der zumindest leichter in die Richtung führt. Dann frage ich mal direkt Frau Schawabri, also Utopie eines offenen, allen Universitäten verfügbaren Polizeistudiums oder Utopie einer Innenministerin Irene Mihalic, das reicht Ihnen nicht? Und wenn ja, was müsste Ihrer Meinung nach geschehen? Sehr große Frage. Ich versuche mich kurz zu fassen und habe auch ein paar Sachen mitgeschrieben, auf die ich noch gerne reagieren würde. Also genau diese Frage, was kommt an die Stelle der Polizei, die wird ja recht schnell gestellt. Und da würde ich auch nochmal den Beitrag von Daniel Leuk bekräftigen wollen, dass es ja dem Abolitionismus nicht darum geht, einfach die Polizei abzuschaffen, auch wenn der aktuelle Diskurs das gerne so darstellt, sondern ja viel eher um jegliche Institution des Strafens
die eben diesem Kapitalismus dienen. Das betrifft eben so ein Grenzsystem und ein Lagersystem. Niemandem geht es jetzt darum, von heute auf morgen die Polizei abzuschaffen und in irgendeiner anderen Form des Kapitalismus zu landen, wo wir uns alle gegenseitig überwachen oder so. Sondern es geht schon immer um den Aufbau einer Gesellschaft, die solche Institutionen nicht mehr braucht. Das ist von Anfang an ein antikapitalistisches und antikoloniales Projekt. Weitergehend ist es auch nicht so, dass Reform im Abolitionismus keinen Platz hätten. Im Gegenteil, es wird sich nur lediglich gegen diese Art von Reform ausgesprochen, die einen rein Umbau, einer reinen Neustrukturierung, einem Ausbau der Polizei oder ähnlichen dient und viel eher auf sogenannte non-reformistische Reformen, heißt es dann, konzentriert, die eben einen Abbau dieser Institution anvisieren, wie es zum Beispiel ein Defunding, auf das wir auch nochmal später, glaube ich, kommen, oder die Kriminalisierungskampagnen tun. So. Die fand ich nur ganz kurz für die Zuhörer, müssen wir vielleicht doch nochmal klarstellen. Sagen Sie nochmal einmal kurz, was Defunding bedeutet. Defunding bedeutet Definanzierung, ganz platt gesagt kurz, und gleichzeitige Investierung in Strukturen sozialer Gerechtigkeit, genau, aber dazu vielleicht später dann nochmal mehr. Ich denke, was ja auch immer ganz laut ist in diesem Polizeiabschaffungsdiskurs, sind vor allem Konzepte transformativer Gerechtigkeit, die dann eben zur Anwendung kommen sollen, wenn es um Alternativen geht. Und um diese zu verstehen, ist es, glaube ich, sinnvoll, vor allem sich zu vergegenwärtigen, wie wir dann aktuell gesellschaftlich Gerechtigkeit verstehen und irgendwie performieren, was überhaupt so eine strafende Gerechtigkeit bedeutet, da eben so Ansätze von transformativer Gerechtigkeit dieser so diametral entgegensetzen, ne? Und aktuell wird eben im Nachgang bestraft anhand vorfestgelegter Regeln. Die Schuld liegt an einer Person und wird nicht systemisch eingebettet. Und durch die Bestrafung soll dann eben der Mensch lernen, nicht nochmal so zu handeln. Das heißt, wir haben eine Person, die irgendwie Gewalt als sozial erlernte, erfolgreiche Verhaltensweise durch die entsprechende Umgebung erlernt und eingesetzt hat und die dann in einen weiteren Strudel der Gewalt gerät. Aber jetzt an den Wurzeln der Fortführung der Gewalt, also der Umgebung, nicht viel gerüttelt wird. So. Und um dem jetzt entgegenzusetzen, gibt es eben diese Konzepte transformativer Gerechtigkeit, die maßgeblich von Frauen, nicht-binären und queeren Menschen auf Color kommen, was auch kein Zufall ist, da diese irgendwie so an der Schnittstelle von staatlicher und sexualisierter Gewalt sich bewegen. Und zu dem Schluss kam, dass so ein strafender Staat für sie eben keine Lösung ist, sondern zusätzlich bedroht. Und dann geht es vor allem darum, ich versuche mich kurz zu fassen, sozusagen erst auf personeller Ebene die Selbstbestimmung und Zentrierung der Person anzustreben, die Gewalt erfahren hat, durch eben eine kollektive Unterstützung. Es geht weitergehend um eine Verantwortungsübernahme, um eine Transformation der gewaltausübenden Person. Und ganz wichtig innerhalb dieser Konzepte ist eben auch eine Art kollektiver Verantwortungsübernahme, die eben so eine Tat nicht individualisiert betrachtet, sondern in ihrem soziopolitischen Umfeld einbettet, um eben auch die gesellschaftlichen Bedingungen für diese Tat transformieren zu können. Und daher auch der Name des Konzeptes. So viel vielleicht erstmal. Aber dann nur kurz nachgefragt, also was würde das im konkreten Einzelfall bedeuten, wenn da eine Gewalttat auftritt? Also was würde ein Beispiel transformativer Gerechtigkeit, wie kann das im ganz Konkreten aussehen? Ich finde das spannend. Ich werde das relativ oft und schnell gefragt, wie sieht das jetzt konkret aus, welche Regeln gibt es? Und ich würde da auch immer kurz dafür plädieren, dass das jetzt kein festgelegtes Regelkonzept ist, dass man auf alles anwenden kann und dass diese Logik dieser fertigen Anwendung auch eine ist, die eben einem strafenden Staat Tatsache entspricht, zu sagen, wenn die und die Gewalt passiert, kommt das und das und der und der Strafsatz wird so und so darauf angewendet, ne? Und dementsprechend ist es auch ein Aushandlungsprozess hier, in dem Gewalt zwischen Personen einfach nicht, wie eine Melanie Brasell immer sagt, als fauler Apfel
behandelt wird, sondern eben als Ausdruck eines gesellschaftlichen Problems, für das wir alle mit Verantwortung tragen, wo soziale Zusammenhänge nicht mehr Quelle des Problems, sondern einfach zum Ort der Lösung werden. Dann, Herr Leuk, die Frage ist, das erscheint ja momentan alles recht fern. Wenn wir gucken, ist ja die Debatte eher so, dass immer mehr Polizisten gefordert werden, es werden Polizeigesetze verschärft, es werden Strafen verschärft für Angriffe auf Polizisten. Also was könnten denn Schritte zu solch einer abolitionistischen Utopie hin, zu einer Gesellschaft ohne solche Institutionen wie Polizei und Gefängnissen und Lagern sein? Also wie kommen wir da, Herr Bär war ja sehr konkret und hat gesagt, das und das wäre machbar und das schien auch dann halbwegs überschaubar, wie man da hinkommt. Aber wie kann das in Ihrem Fall, im abolitionistischen Fall sein? Ja, also vielleicht kann ich da auch nochmal ein Stichwort aufgreifen, was jetzt Simin schon genannt hat, nämlich die nicht reformistischen Reformen. Also, weil das ist, glaube ich, ja wichtig, diesen Gegensatz auch so ein bisschen aufzulösen. Ja, ist man jetzt für konkrete Sachen oder ist man sozusagen so ein utopischer Träumer? Und das ist, glaube ich, ja, eine unfaire Gegenüberstellung, weil es, ich glaube, ich möchte mich auch dagegen verwehren, zu sagen, das sei eine akademische Diskussion. Also das wäre wirklich sehr schön, wenn das eine akademische Diskussion wäre, aber also in der akademischen Welt, die ich kenne, gibt es vielleicht 4, die diese Position vertreten ungefähr. Also die abolitionistische Kritik kommt aus Communities of Color, kommt aus aktivistischen Gruppen und Initiativen, die jeden Tag mit Polizeigewalt zu tun haben und die aus einem ganz konkreten Problem heraus sozusagen diese Position entwickelt haben. Ne? Und das ist nicht eine, das ist wirklich eine ganz konkrete, alltägliche Kritik, die sozusagen von diesen Initiativen formuliert wurde. Und die, wie gesagt, auch nicht, die nicht Zwischenschritte oder sowas ablehnt. Also ich würde sagen, also jetzt um nochmal auf die Frage zurückzukommen, so diese Defund oder Abolitionismus als Abschaffung zu verstehen, erstmal kann man sagen, das beinhaltet ganz konkret eine Forderung nach Entkriminalisierung und Entmilitarisierung der Polizei. Ja, also Entkriminalisierung, wenn man sich zum Beispiel Drogendelikte anschaut, der ist das einfachste Beispiel, 17% der Gefängnispopulation in Deutschland ist aufgrund von Betäubungsmittelgesetz-Delikten im Gefängnis. Und 90%, das ist jetzt aber nur meine Schätzung, ja, würde ich sagen, wegen Racial Profiling ist aufgrund von BTMG-Delikten. Ja. Das heißt, alleine die Entkriminalisierung von Drogengebrauch würde schon eine massive Gewalt wegfallen lassen im Alltag von vielen Menschen. Und das frei werdenden Mittel könnte man in andere Bereiche sozialer, politischer, kultureller Teilhabe reinstecken. Also da würde ich sagen, das ist eine konkrete Sache, die man machen kann. Auch andere Reformen, die sozusagen auf sozusagen Zurückdrängung der Polizei zielen. Ja, das sind zum Beispiel, oder Accountability zählen. Ja, also die flächendeckende Kennzeichnungspflicht ist eine Sache, die Einführung von unabhängigen Beschwerdestellen. Ich finde das Berliner Antidiskriminierungsgesetz unter Rot-Rot-Grün übrigens ein super Beispiel dafür, wie sowas gut funktionieren kann, weil es eben auch einen Klagemechanismus beinhaltet und auch eine kostenlose Rechtsberatung für Betroffene. Das sind zum Beispiel Sachen, wo ich sagen würde, die können reformistisch gesehen umgesetzt werden. Ich gebe auch sogar Herrn Bär recht, es gab in den 60er, 70er Jahren, bis in die 80er Jahre sowas wie einen Aufbruch und eine Reform der deutschen Polizei, die man auch nicht jetzt kleinreden sollte. Ja, wir sind alle froh, dass wir nicht mehr in den 50er Jahren leben. Aber trotzdem, glaube ich, eine wichtige Position, die der Abolitionismus aus der Geschichte solcher Reformen gelehrt hat, ist, dass oft Reformen nicht intendierte ironische Nebeneffekte haben, ja, und dann eigentlich wieder gegen die Betroffenen sich richten können. Ne? Und ein Beispiel sind aus meiner Sicht oder auch aus der amerikanischen Diskussion alle Formen von Reformen, die einfach nur auf technische Lösungen setzen, zum Beispiel Bodycams, was häufig gefordert wird, die dann dazu führen, dass eigentlich mehr Mittel in die Polizei gesteckt werden, ja, wo dann gesagt wird, ihr braucht ja mehr Geld, ihr müsst ja jetzt die Reformen umsetzen. Und das führt dann dazu, dass wirklich wieder mehr Leute, mehr Polizisten auf der Straße sind, wieder mehr People of Color schikaniert werden und so weiter. Und deshalb muss man eben, das kann man auch durchspielen mit anderen Sachen, Community Policing, runde Tische, das ist auch was zum Beispiel die Grünen stark durchgesetzt haben, wo ich auch sagen würde, das hat in bestimmten Bereichen auch, ist das Ausdruck genau dieses Aufbruchgefühls, dass man sagt, so die Bürgerpolizei statt die obrigkeitsstaatliche Polizei. Aber man muss auch sehen, dass das auch wieder häufig
Marginalisierungseffekte gehabt hat. Ja, also dass zum Beispiel dann lokale Gewerbetreibende integriert sind, aber die Leute, die wirklich die am meisten marginalisiert sind, sind immer nicht integriert in diese runden Tische. Ja, die werden dann wie weiterhin ausgegrenzt. Das heißt, man muss bei Reformen sehr genau schauen, ob sie letztlich dazu geeignet sind, die Macht und die Gewalt der Polizei zu bekräftigen, ob diese Gefahr besteht, oder ob sie sozusagen tatsächlich geeignet sind, konkret ein Schritt zu sein hin zu einer grundsätzlichen Überwindung. Und da glaube ich, ist man nicht, oder bin ich jetzt nicht gegen Reform, aber gegen manche Reform. Herr Bär, Sie wollen direkt darauf antworten? Sehr gern, Herr Leuk, das ist alles richtig, was Sie sagen, und das will ich, was Sie an Reformen vorgeschlagen haben, das steht auch auf meinem Zettel. Nur diese Reformen haben den entscheidenden Nachteil, dass man erst im Nachhinein klüger ist und dass es immer nicht intendierte Nebenwirkungen gibt. Und das ist eben das Prozesshafte an diesen Reformen. Ich wäre auch sehr dafür, das BTMG zu reformieren, um Polizisten nicht zu zwingen, alltägliche Drogennutzer festzunehmen und mit den vielen Folgeerscheinungen, die Sie auch beschrieben haben. Ich wäre auch dafür, beispielsweise den Polizisten nicht immer mehr Waffen an den Gürtel zu hängen und immer noch ein Zusatzinstrument, mit dem man Schmerzen zufügt. Jetzt kommen wahrscheinlich Taser, also die Elektroschocker flächendeckend. Da würde ich auch sehr vorsichtig sein, wenn Sie von Entwaffnung sprechen. Es sind überhaupt keine Überlegungen, glaube ich, in den letzten Zeiten in die Polizeiausrüstung gesteckt worden, in Richtung nicht letaler Waffen, sondern es geht immer nur um Aufrüstung. Es gibt nach Charlie Hebdo diese Grenzüberschreitung, dass Polizisten in Deutschland militärische Waffen bekommen, also ein Gewehr, das stärker ist. Also das sind alles Dinge, die ich auch für veränderungswürdig halte. Oder beispielsweise kein Mensch hat 2015 danach gerufen, 5.000, 10.000, 15.000 Integrationsspezialistinnen und Spezialisten einzustellen, um den Flüchtlingen zu ermöglichen, hier bei uns gut Fuß zu fassen. Aber viele haben danach gerufen, mehr Polizei einzustellen, und das ist auch passiert. Das hätte man anders lösen können, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber das darf uns nicht daran hindern, glaube ich, auf dieser, sagen wir mal, ich habe eher eine pragmatische oder handlungsbezogene Perspektive, diese Schritte auch zu unternehmen und dann zu schauen, welche Nebenwirkungen sie erzeugen, ob sie herrschaftsstützend sind oder ob sie befreiungsstützend sind. Wir könnten uns zum Beispiel sehr gut vorstellen, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, einen psychosozialen Notruf einzusetzen, der mit Leuten umgehen kann, die in psychischen Extremsituationen sind, und das nicht den Polizisten zu überlassen, die in erster Linie dann eine Gefahr für sich sehen und zur Schusswaffe greifen. Also es gibt viele Punkte, wo man ansetzen könnte, um insgesamt den Apparat, also die Institution Polizei, doch schrittweise in eine Selbstreflexion zu führen und zu überlegen, ob das, was man tut, gut ist. Aber an bestimmten Sachen wird man vermutlich, da bin ich jetzt eher etwas altersskeptisch, nichts ändern können. Also die Entwaffnung der Polizei wird noch eine Weile auf sich warten lassen, fürchte ich. Aber trotzdem hören wir raus, es gibt auch hier noch gewisse Gemeinsamkeiten, die wir alle teilen. Herr Bär, aber mal gefragt, die Funding, wenn ich das jetzt so verkürzt wiedergeben kann, also dass man sagt, wir shiften Gelder um von der Polizei beispielsweise in Frauenhäuser, in sozialen Wohnungsbau, wo auch immer. Also in welchen Bereichen würden Sie da noch mitgehen und sagen, ja, das wäre sinnvoll? Und wo sagen Sie, da hört's auf? Also das ist eine Kernaufgabe der Polizei, die lässt sich nicht übertragen. Naja, die Kernaufgabe der Polizei verändert sich dann, wenn man das Böse oder die Gewalt vermindern oder abschaffen könnte, dann könnte man auch Polizei abschaffen, solange es das gibt, solange es Dominanzverhältnisse gibt, die Menschen Schmerzen zufügen, wird es irgendwann eine Institution oder wird es irgendwo eine Institution brauchen, die sich dem stellt. Über diese Defund the Police-Diskussion müssen wir in Deutschland tatsächlich ein wenig anders diskutieren als in den USA, weil das Funding dort wesentlich opulenter ausfällt als bei uns. Aber man kann durchaus überlegen, ob man beispielsweise diese vielen Einrichtungen, von denen Herr Leuk auch gesprochen hat, im Rahmen des sogenannten, im Rahmen der Sicherheitsoffensive, ob man diese auch wieder zurückschrauben kann. Also wir haben ja jetzt wieder neue Polizeieinheiten geschaffen, die quasi militärähnlich operieren. Wir haben nach dem G20-Gipfel in Hamburg
Technik angeschafft, die wirklich, finde ich, überflüssig ist. Auf großer Ebene, muss ich gestehen, fehlt mir da der Einblick und der Überblick über die Finanzströme, was man jetzt von der Polizei abschaffen könnte oder was nicht. Dazu bin ich im Moment gar nicht so auskunftsfähig. Aber das, der maßvolle Einsatz der Aufrüstungslogik, der steht allemal an. Ob das was mit Geld zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist meiner Erfahrung nach immer das, folgt immer denselben Regeln. Es passiert irgendwo was in der Welt oder in Deutschland und die Gewerkschaften und Innenexperten aus der Politik fordern mehr Rechte für die Polizei, mehr Ausrüstung, mehr Personal. Das ist immer sozusagen ein und dasselbe. Und diese Logik zu unterbrechen, daran müsste man in der Tat viel Energie aufwenden. Wir biegen jetzt so ein bisschen in die Schlussgerade schon, aber auch weil das jetzt aus den Zuschauerfragen nochmal kam, Frau Schahabri, da kam jetzt die Frage, kann man das nochmal einmal ein bisschen näher erklären, vielleicht besser als ich es getan habe, die Funding, wie kann das konkret aussehen? Das wurde gefragt, ob man das nochmal ein bisschen plastischer machen kann. Ja, absolut. Daniel Leuk hat ja auch gerade schon angesprochen gehabt, dass es vor allem um den Aufbau geht und Raphael Bär hat auch schon das mit dem psychosozialen Dienst als Beispiel genannt. Ich glaube, was wir erstmal sehen, um so die Funding verstehen zu können, ist ja, dass die Polizei in all unseren Lebensbereichen Ansprechperson sein soll, zumindest. Sei es bei Beleidigungen, häuslicher Gewalt im Straßenverkehr, Wohnungslose soll sie wegschicken, bei psychischen Erkrankungen, Notfall, Diebstahl etc. Also wahnsinnig viel. Und wir rufen sie jetzt ja aber nicht, um das tatsächliche Problem zu lösen, sondern damit sie erstmal als Gewaltandrohung zum Teil in diese Situation hineingeht, sie durch diese Autorität auflöst oder aufnimmt. Im schlimmsten Fall führt das gar zum Tode. Und ein Defunding sagt jetzt, okay, das ist weder sinnvoll noch nachhaltig und für die einen gar schadend. Wir ziehen da also das Geld ab und lagern aber all diese Teilbereiche, die ich gerade beispielhaft genannt habe, aus und geben sie schlichtweg den Menschen in die Hand, die sich damit auskennen. Das heißt eben, wie Herr Bär gerade schon meinte, zum Beispiel SozialarbeiterInnen und oder Frauenhäuser im Fall häuslicher Gewalt. Das kann eine andere Therapiefinanzierung bedeuten, einfach sozialer Wohnungsbau etc., soziale Lösungen für soziale Probleme. Genau. Und durch diese Umverteilungsprozesse sollen eben dann auch selbstverwalterte Einheiten entstehen. Macht wird dadurch dezentralisiert, sowie Menschen und Räume eben auch dekriminalisiert werden, da sie keiner polizeilichen Kontrolle mehr unterliegen. Und das heißt, es geht hier immer um so einen zweischneidigen Weg, ne? Nicht einfach nur definanzieren, sondern auch investieren in Projekte, die uns in eine sozial gerechtere Welt bringen sollen, sodass Abolitionismus eben auch ganz schön viel mit Aufbau zu tun hat. Herr Leuk, vielleicht, da gibt es ja tatsächlich gewisse Schnittmengen. Was aber Herr Bär gesagt hat, ist, die Lage ist aber nicht 1:1 USA und Deutschland vergleichbar. Also ist, das müssen wir vielleicht auch nochmal fragen. Also können wir überhaupt das Problem in den USA, das Polizeiproblem auf Deutschland übertragen? Und Sie verweisen ja mal auf das Beispiel Minneapolis, wo man ja tatsächlich mal sehen konnte, die Polizei wurde da weitgehend aufgelöst. Also wäre sowas auch hier denkbar oder wie... Aber ja, erstmal die Frage Übertragbarkeit. Ja, also ich meine natürlich, die Polizei ist, nein, die Situation ist nicht übertragbar, also um das ganz klar zu sagen. Also es ist nicht übertragbar in dem Sinne, als dass das Ausmaß einfach ein ganz anderes ist. Wir haben jetzt hier nicht so viele Polizeimorde wie in den USA. Ja? Und ich glaube, und die Geschichte ist eine ganz andere. In den USA gibt es eine starke Verknüpfung mit der Institution der Versklavung und so weiter. Aber das heißt nicht, und dann wird aber oft gesagt, naja, das heißt ja sozusagen, da ist es viel schlimmer, bei uns haben wir kein Problem. Und ich glaube, da muss man dann auch sagen, in Deutschland gibt es eine spezifische Geschichte, ja, die auch was mit Kolonialismus zu tun hat, die was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Da gibt es auch Kontinuitäten. Hier gibt es vielleicht nicht so viele Todesfälle, aber hier gibt es Alltagsrassismus, subtile Alltagserfahrungen und so weiter. Insofern bin ich auf jeden Fall dafür, das immer spezifisch sich anzuschauen. Übrigens auch in den Ländern in Deutschland, ja, selbst innerhalb von Deutschland sind Sachen sehr unterschiedlich geregelt. Also man muss sich die Situation spezifisch anschauen. Aber man kann trotzdem lernen aus der amerikanischen Diskussion. Ja. Man kann sich fragen, gibt es Sachen, die wir übernehmen können und die wir
vielleicht doch ja auch hier implementieren können. Ich wohne, also vielleicht, um das nochmal an einem Beispiel klarzumachen, was das für mich bedeutet, ja, weil ich das immer so, ich wohne im Frankfurter Bahnhofsviertel und da sehe ich einfach so viele dieser Prozesse jeden Tag. Also das Bahnhofsviertel hier ist ein, ja, ist ein Viertel, was stark von diesen Gruppen geprägt ist, die wir gerade schon genannt haben. Es gibt sehr viel, sehr multikulturelles Viertel, es gibt sehr viel, es gibt Sexarbeit, es gibt sehr viel Drogengebrauch, Drogennutzerinnen, es gibt sehr viele Wohnungslose. Das sind alles Gruppen, die jeden Tag mit der Polizei in Kontakt kommen. Und diese, vor allem der Drogengebrauch ist wirklich jetzt auch seit Corona sehr stark sichtbar auf der Straße. Und gleichzeitig ist es auch ein Viertel, ein Bankenviertel, wo sehr viele Banken sind. Und es ist ein Gentrifizierungsviertel, also wo es sehr viele neue Hipster-Restaurants gibt. Und das ist wirklich krass, wie man wirklich wie im Bilderbuch diese ganzen Dynamiken sehen kann. Also wir haben die erstmal die Gewerbetreibenden, die, das, die sozusagen den Drogengebrauch sehen und dann nach mehr Polizei rufen. Das ist immer, die Medien verstärken das und es ist immer diese Diskussion, wird immer aufgeheizt. Dann gibt es die Polizei, die kommt und macht jeden Tag, sehe ich das, jeden Tag Racial Profiling, stellt die Leute an die Wand, diskriminiert sie. Es ist wirklich schockierend, das Ausmaß, was man da sehen kann. Die kontrollieren niemals die Banker, ja? Obwohl die hundertprozentig alle koksen. Also das ist, da bin ich mir absolut sicher, man würde da genauso viele Drogen finden. Die kontrollieren niemals die Banker, die kontrollieren immer nur die People of Color. Und natürlich wird das Problem überhaupt nie gelöst. Also kein, das führt einfach nur dazu, dass der Drogengebrauch verdrängt wird, dass er woanders hinwandert, dass die Leute unter Stress gesetzt werden, aber die kommen wieder zurück. Und es gibt keine Wohnung, es gibt keine vernünftige Drogenpolitik, es gibt und so weiter. Und das übrigens alles unter Leitung eines grünen Gesundheitsdezernenten, Herr Stefan Mayer, der dann die Sozialarbeit noch mit einbindet und die Sozialarbeiter selber verpflichtet, die Leute zu vertreiben. Ja, und da sehe ich, das ist sozusagen die gegenwärtige repressive Logik. Und da würde ich sagen, eine abolitionistische Perspektive hat da sehr, sehr konkrete, überhaupt nicht akademische oder so, sehr, sehr konkrete Antworten darauf, nämlich das Geld abzuziehen von der Polizei, nicht die Polizei verantwortlich zu machen für diese Probleme, die Sachen zu entkriminalisieren und die Mittel abzuziehen, kein Racial Profiling mehr zu machen, sondern und auch übrigens in Bekämpfung, in Konflikt mit den Gentrifizierern dafür zu sorgen, dass es zum Beispiel eine vernünftige, dass es mehr Mietraum gibt, dass es Wohnungen gibt, dass es eine soziale Versorgung gibt, dass es eine psychosoziale Versorgung gibt, dass es eine Drogenversorgung gibt. Das würde die Situation sofort entspannen und das wäre eine konkrete Verbesserung, ja, die eine abolitionistische Perspektive hier in Deutschland, hier in, vor meiner Haustür sofort erreichen würde. Ja, deshalb insofern wäre ich da sehr optimistisch, dass die abolitionistische Perspektive auch eine konkrete Interventionsperspektive bietet. Ja, vielleicht schaffen wir eine Publikumsfrage noch, die jetzt kam. Läuft man da nicht Gefahr, unterzukriegen, weil wir gleich am Ende sind? Die Frage war, läuft man nicht Gefahr, wenn man jetzt einen Abbau der Polizei fordert, dass das am Ende einen Aufbau privater Sicherheitsfirmen bedeutet? Und da hieß es jetzt von der Zuhörerin oder dem Zuhörerin, das kann ja auch nicht das Ziel sein. Herr Leuk oder Frau Schawabre? Nee, das ist auch Tatsache nicht das Ziel. Und da würde ich auch nicht einen zu großen Institutionsfokus haben, sondern im Abolitionismus geht es natürlich um die reine Logik der Bestrafung und der Disziplinierung durch solche Institutionen, sodass es da nicht um den reinen Ersatz geht, sondern um den dezidierten Aufbau anderer Strukturen, die sich dieser polizeilichen Logiken nicht mehr bedienen. Da schließe ich dann vielleicht doch noch eine andere Frage ein, die jetzt hier noch reinkam. Haben wir es vielleicht gar nicht mit einem polizeispezifischen Problem zu tun, sondern ist das vielleicht so eine gewisse Machtlogik, eine Verselbstständigung von Macht innerhalb Institutionen grundsätzlich? Also sehen wir das vielleicht viel zu eingeengt, wurde hier noch gefragt? Herr Leuk oder Herr Bär? Sicherlich. Also das ist sicherlich so, dass das nicht auf die Polizei beschränkt ist, sondern dass das eine allgemeine Denkweise ist und dass wir eben auch denken, also dass sich auch viele, gerade viele weiße Menschen mit der Polizei identifizieren können, ist genau Ausdruck davon, dass man sozusagen diese Logik hat. Ja? Und deshalb glaube ich auch nicht, um nochmal auf was Herr Bär am Anfang gesagt hat, sozusagen, solange wir Dominanzverhältnisse haben, brauchen wir die Polizei, sondern ich würde sagen, gerade deshalb, weil wir Dominanzverhältnisse haben, lässt sich das Problem nicht isolieren. Ja? Lässt sich das Gewaltproblem ist nicht was man sozusagen einzelnen Leuten zuschreiben kann und die muss man wegsperren, dann ist das Problem der Gewalt gelöst, sondern man braucht
eine allgemein andere Denkweise darüber, ja, wie wir als Gesellschaft mit Gewalt, mit Abweichung und so weiter umgehen und was für Mittel das da gibt. Und das wird niemals aufhören mit, wird niemals erledigt sein, nur mit der Polizei, sondern es ist eine ganz grundsätzliche strukturelle Sache. Deshalb brauche es eben auch eine grundsätzliche gesellschaftliche Transformation. Herr Bär, zwei Sätze vielleicht noch kriegen wir unter, oder sollen wir hier, weil Sie noch was sagen wollten? Tatsächlich ist die Polizei ja ein Ausdruck von domestizierter Gewalt oder zumindest dem Anspruch nach. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass bei allem Verständnis für die Debatte, dass wenn wir mit der Polizei anfangen, mit dem Abbau, dass dann Gewalt diffundiert und weil diese Momente nicht gleichzeitig ablaufen. Deswegen wäre ich tatsächlich weiterhin für eine Reform des Gewaltmonopols und nicht für eine Abschaffung. Gut, ich sehe, an dem Punkt könnten wir jetzt doch noch mal 50 Minuten weitersprechen, aber ich freue mich auch, dass wir auch gemeinsame Punkte gesehen haben, dass sich Reformen nicht ausschließen müssen mit einer abolitionistischen Utopie. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Diskutieren an alle drei hier auf dem Podium. Ich bedanke mich fürs Zuhören und mit Fragen stellen und mitdiskutieren in den Kommentaren. Und ich wünsche allen, die sich weiter am TazLab hier noch umschauen, und wünsche ich noch einen erkenntnisreichen, tollen Tag. Vielen Dank fürs Mitmachen nochmal an Sie drei, und Ihnen einen schönen Samstag. Auf Wiedersehen.